Hallo, heute habe ich eine Winter-Weihnachtsdeko für dich. Eine ganz schnelle mit Materialien, die man jedes Jahr aufs Neue benutzen kann, was wirklich innerhalb von ein paar Minuten gelegt ist. Und wie einfach das geht, möchte ich dir ganz gern zeigen. Aber auch erstmal im Dunkeln, wie es wirkt. Gleich kommt das Licht. Und dann hoffe ich sehr, es gefällt dir und du magst heute mit mir diese Schale dekorieren. Nun zeige ich dir diese schnelle Art, ein weihnachtliches Gesteck zu machen. Die Schale benutze ich das ganze Jahr, die ist aus Holz. Und da hinein tue ich als erstes eine große Kerze. Das ist die Kerze, die ich euch gezeigt habe mit dem gehäkelten Stern. Dazu möchte ich ganz gerne noch ein paar Figuren haben und dann habe ich mir solche weißen kleinen Schneemesser, Nikoläuse gekauft. Die habe ich aber schon viele Jahre, die nutze ich immer wieder, weil ich finde, die kann man dann länger stehen lassen. Nicht nur zu Weihnachten, sondern die ganze Winterzeit, was mir ganz recht ist. Ich möchte nicht dauernd umdekorieren. So, dann kommt noch aus Metall ein Reh hinein. Und unser Engel, den wir schon zusammen in einem Tutorial gemacht haben. Und der kommt auf die Seite von unserem Metallreh oder Rentier, wie ihr es sehen wollt. So, die Grundlage ist jetzt eigentlich schon gemacht. Ich möchte aber gerne noch eine zweite Kerze einbringen. Und dann nehme ich noch so ein schönes Windlicht. Und da hinein tue ich eine kleine LED-Leuchte, weil ich finde, es ist sicherer. Bei der großen Kerze geht es, da ist immer jemand dabei. Aber hier bei der kleinen, auch wenn jetzt hier die Flügel von dem Engel sind, nicht, dass doch mal irgendwas Feuer fängt. Bei der großen geht es, weil das die Erhöhung ist. So, dann habe ich euch schon gezeigt, wie man ganz einfach mit Kleister und mit Mehl Tannenzapfen ganz toll dekorieren kann. Und die lege ich jetzt hier ein. Ich weiß nicht, also dieses Jahr bin ich wirklich so auf Natur, cremefarben, weiß. Also das mag ich dieses Jahr. So, das verteile ich jetzt ganz wild hier nah hinein. Und das kann man immer wieder jedes Jahr aufs Neue benutzen. So, und wenn ihr auch so Zapfen basteln wollt, ich habe ein Video drüber mit 5 verschiedenen Arten, wie man ganz easy Zapfen basteln kann. So, jetzt möchte ich aber noch ein bisschen was Edles dazu haben. Und dazu habe ich mir so cremefarbene Mini-Kugeln besorgt. Die habe ich aber auch bestimmt schon 5, 6 Jahre. Und die lege ich jetzt einfach nochmal damit hinein. Ganz verstreut. Nochmal ein bisschen bronzefarbenes Engelhaar. Auch nochmal darüber. Und das ist dann auch wieder gut, dass da die kleine Kerze als LED drin ist. So, noch eine Kugel, noch ein bisschen Engelhaar. So, das reicht dann eigentlich schon. Und dazu mag ich es ganz gern nochmal eine Lichterkette. Das muss nicht sein, das kann man machen. Und da gibt es ja so tolle, die sieht so ein bisschen orientalisch aus. Die benutze ich eigentlich das ganze Jahr in einem Gesteck. Und das lege ich hier noch bitte um darum. Und dann kann man es nämlich auch mal beleuchtet haben, wenn man aus dem Raum rausgeht. Bei uns ist dann immer der Letzte, der aus dem Raum rausgeht, muss die Kerzen ausmachen. Aber dann kann man dann auch wirklich mal für die Stimmung das so lassen. Und dann seht ihr, wie extrem schnell es geht. Und vor allen Dingen mit Materialien, die man jedes Jahr aufs Neue benutzen kann. Die Figuren habe ich schon lange, die Kerze habe ich jetzt neu gemacht. Das war was Neues, aber das hält sich alles. Und das war jetzt eine weitere Idee von mir für euch. Und so sieht nun die fertige Weihnachtsdeko, Winterdeko, weil das kann man wirklich den ganzen Winter stehen lassen, aus. Und dann hoffe ich sehr, es hat dir gefallen. Und du schaust auch beim nächsten Mal wieder rein. Und nur jetzt mal Licht aus. Gleich leuchtet es. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.